Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In vorherigen Videos habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie ihr euch Kissenbezüge selber nähen könnt. Dabei war ein Reißverschlussbezug und ein Hotelverschlussbezug dabei. Heute möchte ich euch aber zeigen, wie ihr euch ein gestopftes Kissen selber machen könnt, wo ihr die Form beliebig wählen könnt. Ich habe jetzt hier mal ein Kaktuskissen gemacht mit so einer schönen Blume. Das hat sich so ergeben, weil ich den Stoff noch zu Hause liegen hatte und Kakteen diesen Sommer total angesagt sind. Ihr müsst natürlich die Form des Kaktus nicht übernehmen, sondern könnt nähen, worauf ihr Lust habt. Das Kissen ist wirklich total einfach und schnell zu nähen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ihr benötigt ein Stück Stoff eurer Wahl, Bastelfilz oder anderen Stoff, der nicht ausfranst für die Blume, passendes Nähgarn, eine Handnähnadel und das übliche wie Kreide, Schere, Bleistift, natürlich die Nähmaschine und in diesem Fall eine Papiervorlage und Kissenfüllung. Die Vorlage habe ich mir freihand aufgemalt und ausgeschnitten. Nimm dir nun deinen Stoff dazu und leg ihn so vor dich hin, dass er doppelt liegt und die rechten Seiten nach innen zeigen. Leg dir dann die Papiervorlage auf deinen Stoff, steck alles fest und schneide dann grob drumherum aus. So hast du dann die Nahtzugabe schon mit drin. Steck dir dann die beiden Stoffstücke nochmal grob zusammen, damit nichts verrutscht, und nähe dann im Abstand von ca. 1 cm drumherum. Lass an einer Stelle eine Wendeöffnung. Verriegel die Naht am Anfang und am Ende, damit nichts aufgehen kann. Schneide die Nahtzugabe ein bisschen zurück, damit sich die Ecken und die Rundungen schön legen. Dann kannst du das Ganze durch die Wendeöffnung wenden. Und anschließend kannst du beginnen, das Kissen mit der Kistenfüllung zu füllen. Stopf die Füllung dafür einfach durch die Wendeöffnung in alle Ecken des Kissens. Ich habe meine Wendeöffnung zum einen etwas schlecht platziert, so komme ich nicht so gut in alle Ecken rein, und ich habe sie auch ein bisschen zu klein gemacht. Deswegen habe ich sie jetzt noch mal ein bisschen aufgeschnitten bzw. die Naht aufgeschnitten, so dass ich mit der ganzen Hand gut durch die Öffnung hindurchkomme. Stopf am besten so viel Kissenfüllung rein, dass das Kissen auch wirklich schön stramm ist. Steck dir nun die Wendeöffnung zu. Klappe dafür die Nahtzugabe nach innen und steck dir alles mit Nadeln zu. Du kannst die Wendeöffnung, so wie ich, von Hand mit einem Matratzenstich schließen oder natürlich auch mit der Nähmaschine. Nimm dir jetzt den Stoff für die Blume dazu und schneide dir einen groben Kreis aus. Du kannst natürlich auch eine Vorlage nehmen oder so wie ich das Pi mal Daumen von Hand machen. Schneide dir dann eine Art Spirale zu. Wie breit du das zuschneidest, ist abhängig davon, wie breit deine Blume sein soll.
Beginne dann an einem Ende den Streifen zusammenzurollen. Leg dir alles ein bisschen zurecht, damit es aussieht wie eine Blume. Nimm dir dann eine Nähnadel dazu mit einem passenden Faden und näh das Ganze unten zusammen. Ich mache das einfach relativ grob, so dass ich alle Lagen mitfasse. Vernäh den Faden am Ende schön, damit nichts aufgeht. Positionier dir dann die Blume an deinem Kissen und näh sie von Hand fest. Dafür nimmst du dir am besten wieder den Farbton der Blume und nähst die Blume am unteren Bereich grob am Kissen fest. Du kannst später die unteren Lagen der Blume noch schön zurechtzuppeln, damit man die Naht nicht sieht. Und damit ist das Kissen auch schon fertig. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.